Freunde, Freunde und Fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ja, die zweite Dose aus Hamburg, Reeper B. Und zwar das IPA. Wow, exotisches IPA, steht extra nochmal drauf. Kommt hier diesmal in so einer hellblauen oder ja mintfarbenen Dose daher. Oh, wieder ein hübsches Madel da drauf, ne? Sehr exotisch, gefällt mir. Und ja, was haben wir da drin? Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hopfenextrakt und Hefe. Und das Ganze hatte 5% Umdrehungen. Ich schalte mal die Dose wieder rein, so schaut die aus. Schön, ne? Sieht doch ganz gut aus. Gestern hatten wir das Golden Ale gehabt, da waren wir enttäuscht gewesen. Da sah die Dose auch richtig toll aus. Das war die rote Dose. Und ja, das war extrem mild, extrem flach. Jetzt mal sehen, was das IPA hier so kann. Ja, sieht ein bisschen Text drauf, das lese ich aber jetzt nicht vor. Ist das der gleiche Text? Nee. Ja, doch, ist der gleiche Text. Okay. Machen wir mal auf. Bierdurst. Geknackt. Ist es schon mal. So, Freunde, dann würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Ja, Bierdurst hier. So. Was haben wir denn da? Ja, ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen. Zack, ein fingerbreite Blume, schneeweiß würde ich sagen, mittel- bis grobporig, kaum Luftbläschen drauf, kaum Zerfall. Ja, bleibt doch ein bisschen an der Glaswand haften. Ich sag 90 Sekunden Standard hält's durch. Schaut mal selbst. Sieht schon mal ganz gut aus. Richtig kräftiges Getreidegold, schön glänzend, schön saftig. Das ist richtig tief. Gestern das Golden Ale sah jetzt nicht ganz, doch war auch tief, aber das ist auf jeden Fall tiefer hier. Ich würde auch sagen, im Farbspektrum auch ein bisschen dunkler jetzt als das Golden Ale. Würde mir zumindest jetzt so, wie ich es von der Optik her noch so in Erinnerung habe. Karbonisierung auch hier eher unterdurchschnittlich, das heißt, es perlt eher ein bisschen gemütlicher ab. Schwebeteilchen entdecke ich jetzt nicht. Und Blumenteppich hat keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Ja, Freunde, so wie das da aussieht, finde ich es eigentlich auch soweit okay. Komm, 5 von 5 / 6 möglichen Punkten. Wenn ein bisschen Blümchen noch drauf wäre. Ja, aber ist schön, sieht von der Farbe her, sieht gut aus. So, wollen wir mal schauen, wie es duften tut. Oh ja, das ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen intensiver. Fruchtintensiv, könnten wir ja auch sagen. Manch einer nennt es ja auch seifig, ne? Also ich finde das immer nicht seifig, ich finde das ehrlich gesagt eher fruchtig. Tropische Früchte, schön lieblich, leichte Säure drin, so sollte ein IPA duften. Finde ich gut? Zweifelfrei, selbstbewusstes Bouquet, sollte auch so sein, auch vom Hopfen her, merkt man durchaus eine leichte Floralität in der Nase, finde ich gut. Oh ja, da passiert ein bisschen was. Das lässt hoffen. Oh ja, das ist okay, das riecht gut. So ihr Lieben, ne? Genau, der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, das ist sogar ein bisschen bitter. Wie viel IBU haben wir da drin? 39 IBU, okay. Ja, das geht schon. Wie viel hat er? War bis 40, ne, glaube ich. Also kommt schon ran so. Ist schon ordentlich. Ja, Antrunk gibt sich als IPA zu erkennen, würde ich mal sagen. Also soweit okay. Ist jetzt nicht sofort so, wow, absolutes Highlight, Surprise. Also das haben wir hier auf gar keinen Fall. Auch hier wieder ein bisschen dünner. Bisschen milderer Natur, aber es gibt sich als IPA zu erkennen. Das finde ich schon mal beim Antrunk ganz gut. Dynamisch, ganz klar, dynamisches Bier. Das ist richtig schön erfrischend, hat einen guten Zug drauf. Das ist wieder so ein Kandidat ansetzen und zack, ne, will sofort der nächste Schluck kommen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ist kräftig ausgeprägt von den Fruchtkomponenten her. Auch das erwarte ich, wie gesagt, bei einem IPA. Ist selbstverständlich, das muss ein bisschen tropisch schmecken. Ne? Das muss ein paar Zitrusfrüchte beinhalten. So mögen wir das. Malzkörper, ja, leicht lieblich, aber nicht jetzt so, sage ich mal, so im Fokus, sondern eher so ein bisschen so sekundär hinten und nach hinten raus gibt es da nochmal eine ordentliche Portion, sage ich mal, Herbe. Und die haben wir hier bei 39 IBU ganz klar, dass man die hier rausschmecken tut. Also das ist schon mal sehr anständig soweit. Nur, was mich jetzt so beim Antrunk so ein bisschen gestört hat, es ist ein bisschen dünn wieder, es ist ein bisschen flach. Ich weiß jetzt nicht, woran das da liegt. Aber okay, gut, soweit erstmal dazu, das ist doch schon mal ganz nett. So, dann wollen wir mal schauen.
Ja. Von der Fruchtigkeit her passt das schon so weit, nur ist nicht lang anhaltend. Ne? Also verflüchtigt sich sehr schnell, finde ich. Das ist so wieder, weil es so dünn halt ist. Ne? Das ist jetzt nicht so saftig. Das ist eher so ein bisschen härter, finde ich. Das ist jetzt nicht so ein schön weiches, samtiges, fluffiges Bierchen, sondern eher so ein bisschen ja, ruppiger, ein bisschen härter auch. Ja? Das ist eher so bei den Eigenschaften her. Spritzigkeit ist ausreichend. Ja, die Herbe ist klar. Die assoziiert man auch gerne immer mit so ein bisschen Trockenheit. Durchaus auch ein bisschen trockener im Abgang. Hopfen, ja, merkt man auch einigermaßen raus. Ist soweit okay, finde ich. Das ist so. Also man kann es trinken. Ich finde es besser als das Golden Ale vom Geschmack her. Aber da habe ich auch schon in dieser Preisklasse, sage ich mal, andere IPAs getrunken, die ich noch ausgeprägter, die ich noch raffinierter, origineller fand. Ja, auch hier würde ich sagen, sieht das Dosendesign schicker aus als tatsächlich der Inhalt. Dennoch aber finde ich es besser als gestern, so möchte ich es dann auch bewerten. Ich gebe hier ein Pünktchen mehr. 3 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Ist okay, also ihr könnt euch so ein Döschen dann mal mitnehmen, so als Wegbier oder so, stelle ich mir das ganz gut vor, auch so im Sommer. Ich glaube, das macht Spaß, wenn es gut gekühlt ist, ne? Und ihr seid so unterwegs von A nach B, da so ein Büchschen hier knacken, das kann man durchaus machen, wenn man IPAs mag. Das kann man machen, aber wie gesagt, Hochgenuss sind wir noch weit entfernt von. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.